Social Media ist völlig voll von unrealistischen Schönheitsbildern, gerade wenn es um sportliche, ästhetische, athletische Körper geht. Der Fitness- und Supplementmarkt boomt, weil jeder mit möglichst wenig Aufwand möglichst so sehr so aussehen will wie diese Fitness-Influencer, die allerdings gefühlt den ganzen Tag im Gym verbringen und ihre Ernährung perfekt darauf anpassen können, weil das ihr Hauptberuf ist. Deswegen sieht man immer wieder heftigste Fitness-Transformationen auf Instagram, TikTok und Co. Aber das für einen normal Vollzeit arbeitenden Menschen zu erreichen, ist ganz schön schwierig, wenn man noch irgendwie andere Verpflichtungen und Hobbys und so nebenbei hat. Aber auch ich habe mich vor 1,5 Jahren gefragt, was ich wohl noch so fitnessmäßig aus meinem damals ziemlich lauchigen Körper rausholen kann. Mit 68 Kilo auf 1,85 Meter habe ich mir also einen Personal Trainer gesucht und meine Fitnessreise begonnen. Entgegen dem klassischen Standardfall, wie man ihn meistens auf Social Media sieht, wollte ich nicht ab, sondern zunehmen, weil ich wie gesagt ganz schön dünn war. Das Ziel war also erstmal 10 Kilo zuzunehmen, also von 68 auf 78 Kilo in knapp einem halben Jahr. Das habe ich auch innerhalb von 5 Monaten geschafft, was auch schon ganz gute optische Veränderungen gebracht hat. Das war meine erste Fitness-Transformation. Das volle Video dazu ist in der Videobeschreibung verlinkt. Langfristig war das Ziel aber auf 90 Kilo hochzukommen. Und was soll ich sagen, ich habe es geschafft. Innerhalb von 1,5 Jahren habe ich 22 Kilo zugenommen. Und deswegen gibt es heute die gefühlt einzige realistische Fitness-Transformation auf Social Media. Nach den ersten 5 Monaten mit Personal Trainer hatte ich mir dann ja eine ganz gute Basis an Wissen angeeignet und bin in ein öffentliches, normales Gym gewechselt und war von da an auf mich allein gestellt. Der Vorteil, wenn man immer einen Trainer im Rücken hatte, war, dass man halt quasi den Druck hatte, auch Ergebnisse abzuliefern. Und wenn es mal irgendwie nicht so gut lief, hatte man immer jemanden, den man fragen konnte im Hintergrund mit der Expertise, wie ich was anpassen muss, um dann doch wieder Fortschritte zu machen. Die Hauptpunkte, auf die es ankam, war natürlich einmal der Trainingsplan und fast noch wichtiger, die Ernährung. Fangen wir mal mit meinem Trainingsplan an. Der Plan war, wie damals mit Personal Trainer, 3-mal die Woche ins Fitnessstudio zu gehen. Klar wären zum Beispiel 5-mal die Woche besser gewesen, aber ich finde 3-mal schon zeitlich wirklich schwierig, deshalb wären 5 für mich persönlich völlig unrealistisch. Man muss nämlich sagen, ich beeile mich tendenziell im Gym schon, was natürlich für den Progress nicht unbedingt von Vorteil ist, und dann brauche ich pro Training circa 1 Stunde. Dazu kommen aber ja immer noch insgesamt 15 Minuten fürs Umziehen, der Weg zum Gym und zurück und das Duschen danach, womit ich an einem Tag, an dem ich ins Gym gehe, schon ungefähr 2 Stunden extra einplanen muss. Das ist natürlich immer noch kein mega großer Teil vom Tag, aber wenn man erst zum Beispiel um 17 Uhr von der Arbeit kommt, sich dann irgendwie noch um was zu essen kümmern muss, dazu kommen wir später noch, und dann in meinem Fall um 20 Uhr schon wieder streamen will, wird es doch ganz schön eng dazwischen. So viel erstmal zum Zeitlichen, kommen wir jetzt mal zum eigentlichen Trainingsplan. Anfangs habe ich immer 1-mal die Woche meine Beine trainiert und an den beiden anderen Terminen den gesamten Oberkörper. Das habe ich dann aber in einer Art Nachtermin mit meinem Personal Trainer nochmal angepasst auf Folgendes. Am ersten Tag Oberkörper gesamt, aber mit mehr Fokus auf Brust und Schultern. Also Dips, Brustpresse, Schulterdrücken, Rudern, Latzug, eine Trizepsübung und dann noch eine Bauchübung. Am zweiten Tag sind dann Beine dran, also Kreuzheben, Beinpresse, Adduktoren, Abduktoren, Waden und dann nochmal eine Bauchübung, Hyperextensions für den unteren Rücken, Bizeps Curls und was für den Trizeps. Und am dritten Tag dann nochmal Oberkörper, aber diesmal mit mehr Fokus auf den Rücken, also Klimmzüge, Rudern, Latzug, Brustpresse, Bizeps Curls und Hyperextensions. Ich sehe schon, der ein oder andere, der jetzt denkt, er sei der Überprofi, findet da bestimmt noch irgendwas, was man super optimieren kann, aber für mich hat das so wunderbar funktioniert und das ist in dem Fall ja die Hauptsache. Natürlich lief aber längst nicht immer alles nach Plan. Mal war man ein paar Wochen krank, im Urlaub, arbeitsmäßig irgendwie unterwegs, wobei ich meistens auch, wenn ich unterwegs war, irgendwie geguckt habe, ob es da ein Gym in der Nähe gibt, um da kostenlos ein Probetraining zu machen. Jedenfalls gab es auch mal Tage oder Wochen, an denen ich es einfach nicht geschafft habe, ins Gym zu gehen. Wobei man muss sagen, auch das hat so seine Vorteile, weil sich dann der Körper einmal komplett von Null auf regenerieren kann und danach mit noch mehr Energie wieder ins Training reinstarten kann. Aber auch wenn es zeitlich eigentlich perfekt gepasst hätte, kam es natürlich mal vor, dass einfach keine Motivation da war. An der Stelle hieß es dann aber einfach, wie Sascha Huber sagt, würde. No fucking excuses. Da war dann wirklich einfach pure Disziplin gefragt. Was übrigens auch plus 10 auf eure Disziplin gibt, ist ein Abo auf diesem Kanal und ein Like auf diesem Video. Der zweite wichtige Punkt war die Ernährung. Und Junge, Junge, das war einerseits echt simpel, andererseits gefühlt anstrengender als der Sport selbst. Als ich mit dem Sport angefangen habe, habe ich gehofft, dass ich meine Ernährung nicht so groß umstellen muss, weil ich früher einfach immer gegessen habe, worauf ich Bock hatte und nicht groß zugenommen habe, was ich damals als gut erachtet habe. Und tatsächlich war es auch mehr oder weniger der Fall, also so viel ändern musste ich nicht. Ich sollte einfach nur deutlich mehr essen als vorher und dabei natürlich darauf achten, dass ich genug Eiweiß, also Proteine, zu mir nehme, im besten Fall 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht. Das tägliche Kalorienziel, was zum Stand vom letzten Video noch bei, glaube ich, 3150 pro Tag war, wurde auf 3400 Kalorien am Tag angehoben und uiuiuiui, das war eine Challenge. Mit einer Menge Fett ist das zwar relativ simpel zu erreichen, aber diese 3400 Kalorien clean voll zu kriegen, also ohne sonderlich viel Fett, fand ich schon wirklich schwierig. Weshalb es dann, wir sind ja hier bei einer ehrlichen Fitness-Transformation, dann doch öfter das eher fettigere Essen wurde. Hauptsache irgendwie an die Kalorien kommen. Sieht man mittlerweile vielleicht auch ein bisschen. Ein absolutes Gamechanger-Essen, was ich auch noch absolut liebe, war für mich persönlich Nudeln mit Pesto. Viel Pesto. Was natürlich eine Menge Fett hat. Und damit aber wenigstens auch eine Menge Proteine noch dabei sind,
eine so eine Packung von diesen Like Meat Sachen, also Like Chicken, Like Döner, was weiß ich. Die sind alle richtig nice und haben richtig, richtig nice Nährwerte. Leider relativ teuer. Nach ein paar Monaten habe ich dann aber ganz ehrlich gesagt auch wieder aufgehört zu tracken, was für den schnellen Fortschritt vielleicht nicht unbedingt förderlich war. Für mich persönlich mental, aber denke ich schon. Weil man so oft hört und mitkriegt, dass Leute durch extremes Kalorientracken und ganz genau nachzählen und so, da irgendwie ganz schnell eine Essstörung rutschen. Und da hatte ich persönlich einfach gar keinen Bock drauf. Da ging mir meine mentale Gesundheit dann doch vor. Grob abschätzen, was und wie viel ich esse, konnte ich ja trotzdem, dadurch, dass ich ja vorher viel getrackt habe und dann auch grob die Erfahrung und die Ahnung hatte, was wohl wie viel Kalorien hat. Und damit ging es dann erstmal auch stetig weiter voran. Aber wie zu erwarten war, nahm dann der Fortschritt immer weiter ab und nach circa einem Jahr, nachdem ich angefangen habe, war ich zwar bei knapp 87 Kilo, also schon ganz kurz vom Ziel, 19 Kilo im Plus, aber ich habe es über mehrere Monate einfach nicht geschafft, die letzten paar Kilo zuzunehmen. Stattdessen habe ich teilweise sogar abgenommen und das, obwohl ich weiterhin probiert habe, möglichst viel zu essen. Ich bin da wirklich richtig an mein Limit gegangen. Also einmal, um euch das zu verdeutlichen, in was ich mich da reinbegeben habe und wie viel ich geopfert habe, sage ich jetzt mal. Ich hatte, glaube ich, seit eineinhalb Jahren nicht mehr wirklich Hunger. Ich bin quasi seit eineinhalb Jahren dauerhaft satt. Ich weiß gefühlt nicht mehr, wie sich Hunger anfühlt, was vermutlich auch nicht gesund ist. Ich esse immer, wenn ich was esse, so viel, bis ich absolut satt bin und dann noch ein Stück mehr. Ich bin von, wie normal, drei Mahlzeiten am Tag auf mindestens vier hochgegangen, um zwischendurch einfach noch mehr essen zu können. Also morgens Frühstück, auf der Arbeit Mittagessen, nach der Arbeit noch ein Mittagessen und dann abends noch ein Abendessen und vielleicht dann später abends nochmal ein Snack. Ich habe gekocht und gegessen, obwohl ich absolut keinen Bock mehr drauf hatte und trotzdem ging es einfach irgendwann nicht mehr weiter. Das war, hoffentlich verständlicherweise, ganz schön demotivierend, aber ihr kennt mich, aufgeben war für mich absolut keine Option. Also habe ich mich dann irgendwann nochmal zwei Monate komplett zusammengerissen, gegessen, was das Zeug hält, so viel ging, so viel ich konnte. Und dann habe ich auch wieder angefangen zuzunehmen, bis schließlich das hier passiert ist. Es ist passiert, es ist passiert, es ist passiert. Okay, jetzt mit Handy sogar noch mehr. Ohne Handy standen da gerade clean 90 Kilo. Ich meine, okay, jetzt habe ich Handy in der Hand und Kleidung an. Das muss man runterrechnen, aber das heißt, ich bin sehr nah dran. Und dann, wenige Tage später, hatte ich tatsächlich auch ohne Kleidung die 90 Kilo voll. Junge, Junge, das war extrem erleichternd. An sich ist diese 90 ja nur irgendeine Zahl. Mir ist das eigentliche Gewicht vollkommen egal. Aber man muss ja irgendwie ein Ziel haben, auf das man sich fixieren konnte. Darum war ich so fixiert auf diese 90 Kilo. Klar, hätte ich auch schon bei 89 sagen können, okay, das reicht mir. Aber ich wollte diese 90 voll machen und ich habe es geschafft. Macht ihr eigentlich irgendeinen Sport? Also auch irgendwie im Gym oder klassisch? Irgendeine Sportart. Schreibt mir das definitiv sehr gerne mal in die Kommentare, weil für mich hat dieser ganze Sport-Lifestyle und vor allem dieses krasse Zunehmen zwar eine Menge Vorteile, aber auch einige Nachteile. Und wir wollen hier ja transparent und realistisch bleiben, darum jetzt hier eine Pro- und Kontraliste mit Vor- und Nachteilen, die mir an diesem Sport-Lifestyle in der ganzen Zeit aufgefallen sind. Ist nur meine persönliche Meinung, ganz wichtig, es muss nicht jedem so gehen, aber mir persönlich geht's so. Wir fangen mal mit den positiven Sachen an. Erstmal die offensichtlichen Punkte, man ist gesünder und fitter, man ist stärker. Sport ist eine absolut sinnvolle Dopaminquelle, also jetzt nicht Dopamin wie am Handy hocken und rumswipen unnötig, sondern eben was Sinnvolles, was der Körper sich erarbeiten muss. Man übt sich in Disziplin, wenn man denn diszipliniert ist und es hinkriegt, auch wirklich den Sport durchzuziehen und auch wirklich immer bis ans Limit zu gehen. Aber diese erarbeitete und erlernte Disziplin kann man dann eben auch in anderen Lebensbereichen anwenden, was sehr, sehr geil ist. Je nachdem, wie clean man das Ganze durchzieht, kann man grob essen, so viel man will und noch mehr und vor allem aber auch was man will. Möglicherweise habe ich im letzten Jahr so viel Pizza gegessen wie noch nie. Jetzt die für mich persönlich wichtigsten Punkte. Ich war, bevor ich mit dem Sport angefangen habe, nie unzufrieden mit meinem Körper, aber ich weiß, dass viele das sind. Ich war nicht unzufrieden, sondern ich war neutral. Ich habe gedacht, jo, alles gut. Also mich hat nichts groß gestört, aber ich habe gedacht, man kann da noch mehr rausholen. Und jetzt bin ich nicht nur zufrieden mit meinem Körper, sondern ich bin richtig stolz darauf. Es ist so geil, vorm Spiegel zu stehen, zu denken, ja, das hast du erreicht, das hast du dir erarbeitet, das hast du geschafft. So, Junge, es ist ein verrücktes Gefühl. Und eben, man ist nicht nur zufrieden mit seinem Körper, sondern richtig stolz drauf. Zumindest in meinem Fall. Es gibt natürlich auch viele Leute, die mit Body Dysmorphia zu kämpfen haben und irgendwie das Gefühl haben, sie machen gar keinen Fortschritt, obwohl sie krasse Fortschritte machen. Das hat mich zum Glück bisher noch gar nicht oder nur sehr wenig erwischt. Und für mich persönlich der Hauptpunkt, ich bin so viel, viel selbstsicherer geworden, das ist krass. Nicht nur irgendwie, weil ich denke, okay, ich sehe jetzt körperlich krasser aus und bin deshalb selbstsicher, sondern irgendwie meine Haltung mir gegenüber ist so viel krasser. Ich werde auch gefühlt mehr ernst genommen und so und irgendwie, ich bin gefühlt präsenter und mehr richtig da und bin halt selbstsicherer und kann besser irgendwie in Gesprächen interagieren und so. Ich habe das über die Corona-Zeit ganz schön verlernt gehabt, überhaupt irgendwie soziale Interaktion. Und das geht jetzt einfach alles wieder viel besser. Oh, und es fühlt sich so gut an. Ich bin einfach so selbstsicher geworden. Es ist ganz komisch, das so zu sagen, aber es ist so. Ich bin einfach so happy und ich bin so zufrieden und voll im Reinen mit mir selber. Und es ist einfach ein absolut geiles Gefühl. Wie gesagt, die positiven Punkte sind zwar wirklich, wirklich stark, aber es gibt auch einige negative Punkte. Fangen wir mal an mit dem mehr oder weniger Nebensächlichen. Ich schwitze so unfassbar viel mehr als früher, das ist wirklich nicht feierlich. Ich mache überhaupt nichts Anstrengendes, wie zum Beispiel dieses Video drehen.
Und das halt in allen möglichen Situationen. Ich fahre einfach nur eine Viertelstunde Auto, Schweißflecken unter den Armen. Teilweise sitze ich nur am PC und beim Schreiben von diesem Skript ultra angefangen zu schwitzen. Es ist völlig random. Ich schwitze so viel mehr, das ist wirklich nicht feierlich. Ich habe das so genossen früher, bevor ich angefangen habe zuzunehmen. Ich habe wirklich, wirklich wenig geschwitzt. Das hat sich auf jeden Fall geändert. Dann entgegen dem, was man vielleicht eigentlich erwarten würde, bin ich doch tatsächlich relativ viel müde. Also den restlichen Tag, nachdem ich Sport gemacht habe und den Tag drauf. Und das auch, wenn ich eigentlich genug schlafe. Aber dieser Sport raubt halt natürlich auch ordentlich Energie. Klar, fühlt man sich oft powerful und so auch langfristig gesehen. Aber so relativ akut danach ist es schon oft vorgekommen, dass ich dann einfach mich aufs Bett lege und komplett für eine Stunde nochmal weggepennt bin, weil ich mich so ausgepowert habe. Also es zieht schon auch ordentlich Energie. Dann, wie vorhin angeschnitten, es braucht einfach viel Zeit und man muss quasi den ganzen Alltag danach planen, wie man sich das alles organisiert, dass man es noch ins Gym schafft. Außerdem muss man natürlich immer ans Essen denken, was wirklich stressig ist. Also man muss dran denken, überhaupt zu essen, aber auch die ganze Zeit irgendwie planen, wie man noch seine Nährwerte vollkriegen kann. Genug Protein, was kann man essen mit nicht so viel Fett, Kalorien voll, dies und das. Alles ganz schön stressig. Mein Gesicht ist deutlich dicker geworden als früher. Digga, dein Gesicht ist einfach dreimal so, und dein Hals ist einfach dreimal so breit geworden, wie damals auf diesem Bild hier noch. Danke dafür, Matti. Aber ja, gerade zum Beispiel auf diesen beiden Bildern sieht man das ganz gut. Da habe ich quasi dieses Bild nachgestellt, nur halt ziemlich genau 3 Jahre später. Ja, das ist ein kleiner Unterschied. Ich hoffe, das geht wieder weg, wenn ich wieder ein Stück abnehme. Dann ein weiterer Punkt sind Dehnungsstreifen. Hatte ich vorher gar nicht auf dem Schirm. Aber ich habe gerade hier an den Armen und am Übergang zwischen Hüfte und Beinen ganz schön Dehnungsstreifen bekommen. Ich blende euch hier gerade Bilder ein. Die sind jetzt schon wieder ein ganzes Stück weniger sichtbar als anfangs. Ich denke mal, das kommt vor allem von Brustpresse oder sowas, von dieser ultra gedehnten Position hier. Das zieht halt natürlich ultra und anscheinend hat es die Haut ein bisschen überstrapaziert. Und entsprechend sind ganz schön Dehnungsstreifen entstanden. Einerseits nicht so schön, andererseits stört es mich nicht so wirklich. Und ich bin fast ein bisschen stolz drauf, weil ich ja weiß, womit es zusammenhängt und wie die entstanden sind. Meine Beweglichkeit ist gefühlt eher schlechter geworden, da ich einfach viel mehr so auf den Rippen habe und ja, gefühlt nicht mehr ganz so beweglich bin. Aber ich glaube, das wird auch wieder besser, wenn ich das Fett loswerde. Ansonsten relativ naheliegend und vielleicht ein bisschen too much information. Aber wenn man so unfassbar viel isst, muss man auch wirklich unfassbar oft aufs Klo. Das ist auch echt stressig. Junge, wie oft ich am Tag aufs Klo renne. Uiuiuiui, das macht keinen Spaß. Was sonst wirklich nervt am Zunehmen, meine Kleidung wird mir die ganze Zeit zu eng. Ich habe jetzt innerhalb dieser 1,5 Jahre bestimmt 3-4 Mal neue Hosen gekauft, weil mir immer meine Hosen zu eng wurden. Junge, es nervt. Ah, also ich habe wirklich einfach teilweise nicht mehr in die Hosen reingepasst oder Hosen, die sonst einfach so locker saßen, wurden dann zu so richtigen Skinny Jeans gefühlt, weil meine Beine da einfach gefühlt nicht mehr reingepasst haben. Und der letzte große negative Punkt, das Ganze ist wirklich einfach sauteuer, muss man auch sagen. Ich meine, klar, man muss überlegen, was ist einem Mehrwert, die Gesundheit oder irgendwie Geld. Und ich bin zum Glück in einer wirklich privilegierten Situation, dass ich bei meinen Eltern zu Hause wohnen kann, dadurch nicht große Ausgaben habe und als Azubi wenigstens ein bisschen was verdiene, wenn auch nicht ultra viel, aber auf jeden Fall ausreichend. Aber es ist ja nicht nur, dass das Gym irgendwie, was weiß ich, 20 Euro im Monat kostet. Dazu kommt ja eben dieses ganze viel mehr Essen, was wirklich teuer ist. Dann die ganze Zeit neue Kleidung, die mir immer zu eng wurde. Hosen sind wirklich teuer. Und gerade so Sachen wie Kreatin, Proteinpulver oder sonstige Proteinprodukte sind einfach alle unfassbar teuer. So eine Dose hier kostet, glaube ich, knapp 40 Euro. Wenn man das sich jeden Tag reinhaut, hält das ziemlich genau einen Monat. Das heißt, das wären 40 Euro im Monat extra, wenn man das jeden Tag konsumiert. Kreatin ist auch nicht ganz günstig. Also da kommt schon ganz schön auch eine Geldsumme zusammen, was eher nicht so nice ist, muss ich sagen. Und auch das ist so ein Punkt, den einem Fitness-Influencer nie sagen, weil die diese ganzen Produkte einfach gestellt bekommen und da keine Probleme mit haben. Aber so als normalsterblicher und normal arbeitender Mensch kostet doch ganz schön was. Was mich auf jeden Fall sehr freut, dem einen oder anderen ist es im Alltag auch schon aufgefallen, dass ich deutlich zugenommen habe, beziehungsweise so ziemlich jedem. Sky Mini, der jetzt einfach irgendwie dreimal so breit geworden ist wie beim letzten Video, bei dem ich ihn gesehen habe. 22 Kilo Unterschied sieht man schon. Während mir das aber selber im Alltag gar nicht so sehr auffällt. Also ich spüre jetzt nicht so richtig einen Unterschied, weil das natürlich so langsam und stetig geht. Aber wenn man Leute lange nicht gesehen hat und dann schlagartig die Leute 20 Kilo mehr wiegen, dann sieht man das halt schon deutlich. Aber gerade wenn ich irgendwie vorm Spiegel stehe oder so nach dem Gym, oberkörperfrei, oder auch irgendwie Aufnahmen von mir sehe, zum Beispiel die hier, als ich die gesehen habe, ich denke mir immer so, jo, stabiler Körper, Alter. Und erst danach realisiere ich quasi, dass da ja mein Kopf drauf sitzt und dass ich das einfach bin. Ich finde das so krass und ich bin richtig happy damit. Und ich finde es auch einfach verrückt, dass ich jetzt so ein breiter Typ geworden bin oder verhältnismäßig breit im Vergleich zu den hier. Naja, und das genaue Ergebnis zeige ich euch jetzt natürlich auch noch. Nur ganz kurz noch, ich bin kein Bodybuilder und ich will es auch nicht sein. Also, ich habe keine Ahnung, wie man richtig postet. Ich mache das einfach mal so grob, dass es halt irgendwie passt und dass man sieht, was ich denn erreicht habe. Und ich glaube, das Ergebnis ist trotzdem ganz gut deutlich sichtbar. Also hier nochmal der Stand vorher mit 68 Kilo auf 1,85 Meter. Und hier 1,5 Jahre später der Stand mit 90 Kilo auf 1,85 Meter.
das ist ein Unterschied. Hier nochmal im direkten Vergleich. Ich find's irgendwie krass. Aber ich find's geil. Ich bin stolz. Ich bin wirklich stolz. Nice. Und auch wenn es, wie gesagt, einige Nachteile hat, ich finde, die Vorteile überwiegen ganz, ganz groß. Und ich kann es nur jedem empfehlen, Sport zu machen. Wenn nicht im Fitnessstudio, wenn das nicht so euers ist, dann probiert Sportarten aus. Meldet euch in Vereinen an oder sonst was. Hauptsache, ihr macht Sport in eurem Leben. Wenn du dich jetzt durch dieses Video überhaupt nicht angesprochen gefühlt hast, weil du denkst, Junge, was will der so zunehmen? Ich will doch eher abnehmen. Keine Sorge, I got you. Denn mit dem Erscheinen von diesem Video geht quasi auch meine erste Abnehmreise los, um das Fett, was ich jetzt halt auch angesetzt habe, wieder loszuwerden. Und je nachdem, wie gut das klappt, wird es auch dazu natürlich in ein paar Monaten ein Video geben. Also abonniert gerne rein, dann verpasst ihr das nicht. Ansonsten würde ich mich unfassbar über ein Like von euch auf diesem Video freuen. Vielleicht könnte ich ja den einen oder anderen von euch ein bisschen motivieren. Und wir sehen uns in 1 bis 2 Wochen zum neuen Video. Haut rein, Freunde, einen wunderschönen Tag euch noch und ciao. Abonniert mich!